zu Hause. Zack, ich komme. Okay, zwei hätte ich sogar noch. So. Bau mal zur Seite weg. Füße hier stehen. Gute ist, hier unten ist jetzt erstmal ruhig. Ich Naja. habe nichts gesagt. Gut ist immer ruhig. Der Donner, So. als ob er uns zuhört. Und von hier graben wir jetzt einfach Stollen nach links und nach rechts. Also es ist eine gute Taktik ist, komm mal her, Landmann. Ja. Wenn du, warte, da brauchen wir ein bisschen was wegbauen hier. Ich werde das zeigen. Eine gute Abgrasmethode, das haben wir da was in der Schule entwickelt, ist, wenn du einen Stollen gräbst, zwei Kästchen freilässt, wieder einen Stollen gräbst und wieder zwei Kästchen frei Ja, und dann da gräbst. gerade runter. Genau, da gerade runter, keine Ahnung, Haus Nummer 20 Blocks und dann nach links. Und dann brauchst du die anderen Tunnel einfach nur mal gerade machen, bis du auf dein Ding kommst. Und damit baust du wirklich jeden Ressourcen ab, den es da drin ist, und du findest wirklich jede Ader. Das, Oh, also ich da haben habe wir Kohle echt gefunden. gefarmt. Ja, schau. Und so haben wir echt gefarmt damals auf unserem LAN-Server in der Schule, wo wir halt gespielt haben, wenn es irgendwie langweilig war oder Religion war oder irgendwas. Und ja, das waren die Zeiten, wo Ostinatox mal alleine in mühelicher Arbeit in Informatik einfach mal einen ganzen Berg ausgehöhlt hat, weil ja, war ihm langweilig. Der Idiot hätte mir vielleicht mal. Brauchen dringend noch Holz, wir haben fast keine Fackeln. Ich hab gar keine Fackeln. Okay, ich habe drei noch. Ich krabbel mal nach oben. Ich mach mal Fackeln. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Okidoki. Jesus fliegt nach oben. Meine Steinaxt ist fast kaputt. Da musst du eine neue machen. Ja, Gut, ein Glück habe Stein ich noch zwei in haben der Tasche. wir. Das ist ja der Vorteil, Stein hast du danach echt genug. Ja. Wetter ist draußen übrigens immer noch scheiße. Ich höre es hier unten. Ja. Hey, warte. Oh, ich habe auch Kohle gefunden. Ich grabe es weiter. Verdammt, jetzt ist auch meine Steinaxt kaputt. Kannst du mir eine Steinaxt mitbringen? Ja. Brauche noch ein paar Sekunden. Jo, kein Problem. Jetzt hatte ich mich gerade so schön auf den Rhythmus der Steinaxt eingegroovt. Jetzt das, ey. Jetzt einfach mal ein Echt bisschen schön. Holz, so viel wie ich es gerade finde, auf die Schnelle. Ist schon wieder Tag. Es wird wieder Tag draußen, ja. Ja gut, dann können wir wieder hochgehen. Also ich mache es immer so. Ich tue halt tagsüber anfangs draußen anbauen, halt dann auch mal essen und sowas als erstes gleich. Ich muss auch gleich als nächstes machen. Holz besorgen. Ja. Dann nachts eben in die Mine gehen, weil du halt nachts draußen eigentlich nichts effektiv tun kannst. Also kannst du schon, aber halt anfangs ist es recht schwierig ohne Bewaffnung. Oh, ich höre Zombies. Ja, die sind auf der einen Ebene da, wo wir ein bisschen so eine Plattform gebastelt hatten oder reingegraben Aber hatten. ich höre die ziemlich nah hier. Also es Ja, könnte ja. durchaus sein, dass wir hier. Nee, nee, unten. Wir haben uns ja noch ganz schön nach unten gegraben. Ach so, ja, Das gut. hier auch ein Zombie-Loch ist. Jetzt wird die Holzaxt auch gleich weg. Benutzt du auch deine Springtaste übrigens immer schön mit der Nase? Ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht. Also doch einmal habe ich sie gebraucht, habe ich sie benutzt. Aber das ist ja das Schöne Okay. an den Treppen, warum jetzt mal mit Leitern gebaut habe, muss ich sie nicht benutzen. Ja, stimmt auch Und wieder. in 2 Minuten ist es schon wieder vorbei. Goddammit. Nächstes Mal bin ich einfach böse und lasse ich das die ganze Runde machen. Erde brauche ich nicht. Kies brauche ich auch nicht. Feuerstein, den behalte ich mal. Gut. Gut, es wird Tag, wir haben Stein. Besorgst du Ah, mal. no. Ja. Okay. Was soll ich Besorgst du mal besorgen? Holz, dann baue ich mal ein bisschen unser Häuschen aus. Alles klar. Arbeit, Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Ach, das war auch ein geiles Spiel. Warcraft 3. Das war so, das bin ich, das war ein Spiel, das darauf bin ich nur mit den LAN-Partys gekommen. Ich habe das vorher nie wirklich gespielt. Und dann über die LAN-Partys, dann so Shopping-Malls und solche Sachen gespielt. Und da gab es ja dann auch schon Warcraft-Mod. Und dann mit Oh, ein solchen Apfel. Sachen dann irgendwie zum
Warcraft 2 drei Spieler geworden zum Beispiel. Ja, das Ding ist, ich habe damals Warcraft 3 kam halt raus. Gleich am ersten Tag, wo es rauskam, habe ich es mir gekauft, ey. Ich war damals. War damals echt, glaube ich, 13 oder 12 erst. Und da hat die im Laden mich noch ganz doof angeguckt, ey. Weiß ich noch. Na, ich bin ja schon alt genug. Ja. Warcraft Killerspiel. Naja, Killerspiel. Das Ding ist, ich bin da echt noch, glaube ich. Also, das war ganzes Ende, was ich mit dem Fahrrad da hingefahren bin, ey. So einen blöden Mediamarkt, ja klar, hast ja nichts anderes gehabt als Kind. Ja, stimmt. Ja, die Zeit kann ich mir auch noch erinnern. Nach der Schule dann zum Mediamarkt gedackelt, irgendwas gekauft. Ja. Oder Saturn. Aber da habe ich die hassen gelernt. Da habe ich die echt hassen gelernt wegen ihren. Das ist ja echt beschissen bei uns in Österreich. Die haben die, oder hatten damals, ich gehe seitdem nicht mehr einkaufen bei denen, ja, die deutsche Jugendschutzverordnung. Weil okay. Ja ihre Hauptverwaltung in Deutschland stand. Und eigentlich ziemlich ein Twist war, weil eigentlich hätte die österreichische Regierung jederzeit hergehen können und die ganzen Spiele da beschlagnahmen, weil die keine in Österreich anerkannte Jugendschutzverifizierung hatten. Die hatten ja alle eine USK. Ja. Die USK wird ja in Deutschland, in Österreich nicht anerkannt. Es wird ja nur PEGI, europäisch anerkannt. Ja. Das war so ein Plot-Twist und das hat mich dann einfach nicht interessiert. Und dann hat bei uns im Nachbar, in der Nachbarstadt so ein kleiner Computerladen aufgemacht, also inzwischen gute Kumpels von mir. Weil da habe ich echt viel gekauft und ja, das war dann so mein Ding, wo ich hingegangen bin, wenn ich Spiele wollte. Und vor allem dann auch später war es halt dann so, hey, ich bräuchte von, was war das, Brothers in Arms, Hell's Highway, gibt es Deutschland nur, also deutsche Version nur zensiert. Sag mal, kannst du mir da irgendwie die US-Version besorgen? Wenn du willst, ich habe sie hinten im Lager. Unzensiert, kein Problem gewesen. Das war echt super und ich habe dann auch später meine Computerteile oder so oder, keine Ahnung, Festplatte kaputt, Auto gesetzt oder, ja, später dann ins Auto gesetzt, früher dann noch, keine Ahnung, irgendwen gebettelt, bitte nehme ich mit in die Stadt und dann halt schnell Festplatte gekauft oder was ich halt gebraucht habe. Octox, wenn ich du wäre, würde ich hier den Schnee bei uns oben im Haus wegmachen. Alles cool. Alles klar. Wäre ich jetzt nicht eigentlich dran mit einer Aufgabe? Du musst mir einfach eine Aufgabe geben. Mann, wenn ich du wäre, würde ich Treppen bauen und von hier, guck mal, wo ich bin, ja, nach da unten auf das Plateau eine Treppe bauen. Eine Treppe? Eine Treppe. Wie baut man Treppen? Das musst du herausfinden. Nee, denk einfach an, kennst du Stiegelbier? Nee. Du tust die Materialien rein auf 7, 4, 5, 3, 2, 1. 7, 4, 5. Ah, alles klar. So eine kleine Treppe. Und ich muss Bretter reinmachen, denke ich mal, ne? Genau, muss Bretter oder Stein, ist egal. Okay. So. Stein habe ich so schön viel, das behalte ich mal. Ah, fuck. Egal. Ich habe jetzt erstmal 64. Haben wir noch Holz? Sie bräuchten Holz. Ja, ich habe Holz. Hast du meistens mal Holz? Ja. Egal. Warte. Hallo, hör's auf. Guti, hier, zack, da hast du Holz. Danke. Dann baue ich uns auch mal eine Truhe. So, Bruchstein. Ja, klar. Sehr gut. Immer schön eine Truhe bauen. Sehr gut. So. Keine Ahnung, wie man Treppen so richtig einsetzt, aber ist okay. Verdammt, meine Schaufel ist kaputt. Achtung, Stufe hinter dir. Ja, alles gut. Okay. So, ich habe jetzt 32 Treppen. Moment, wo man mit versucht, mit Kies eine Spitzhacke zu bauen. Ach ja, du wolltest eine Spitzhacke haben von mir, ne? Ja, warte, das ist auch schon egal. Ja, hast du grad. Das war keine Treppe, das war... Was? Ich zeig das sofort, wie man Treppen macht. Ich hab eine Bruchsteintreppe. Ich hab dir jetzt bloß gerade eine Spitzhacke hingelegt, Mann. Okay. Steinplatten, glaube ich. Nee, und du musst die immer von dir wegbauen. Hast, wenn ich jetzt, schau her. Wenn du so an der Kante stehst. Ja. Ah, alles nein, klar. Eben, du musst so dich hinstellen. Zu der Kante und sie setzen. Schau gut. Zu mir und setz die Treppe. Musst eventuell springen. Kann ja was werden. Warte, jetzt habe ich da ein Stück Treppe aufgebaut. Gerade überfordert. Ich merk's.
Nee, nee, ich brauche halt mein Zeit dafür. Ja, der hat doch noch nie gespielt, Mann. Kann ich diese Wichstrap jetzt hier nicht hinsetzen? Oh. Setz sie auf den Kopf. Ah, jetzt hab ich's. Nordmann versus die Treppe. Oh, ey. Easy, ich krieg das hin. Aufgabe. Ups. Ja, verdammt. Fehler gemacht beim Bodenlegen. So, schaut ja gleich mal viel schöner aus. Wollen wir ein Mörderloch, wo wir es runterschmeißen können? Warum? Ach, weil ich ein Loch gefunden habe im Boden. Egal. Mach schon zu. Eine Treppe gebaut. Aufgabe erledigt. Yippie. Oha. Ist das Loch, oder? Nee, nee. Das war drüben. Ich habe schon zugebaut. Mir ist hier nur ein Stück Leiter reingeplumpst, deshalb suche ich jetzt. Ah, ich habe es gefunden. Diana Jones und die Jagd nach dem Stück Leiter. Ah, kommt bei der Gegend. Ein Gronk. Gronk. Von wegen. Gut, jetzt muss ich nochmal. Aber das, dein Gesicht schaut dem Gesicht von Gronk echt ähnlich, also in Minecraft. Nicht runterrutschen, hochgehen. Mann. So. Zack, 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 zack. Ich hab Fackeln. So, gut, jetzt habe ich. Repariert. Boden ist eingezogen. Okay, es wird schon wieder Nacht. Ich laufe noch. Achso, verdammt, ich habe die Tür vergessen. Brauchen wir eine Tür wieder? Oh fuck, Enderman. Wow. Rein, wir haben Enderman draußen. Bin drinne. Kann der da nicht reinkommen? Nein, aber wenn du ihn anschaust, verfolgt er dich. Und der macht kaputt. Der macht dir das Haus kaputt. Das Ding ist, ich glaube, habe ich mal was drüber gelesen, weil ich habe einen Enderman bei mir im Auto immer sitzen. Das klingt komisch. Nee, solange du ihn anguckst, macht er nichts. Aber wenn du wegguckst, dich wegdrehst, dann killt er dich. Ja, aber erst wenn du ihn angeguckt hast, einmal. Ja, du musst ihn einmal angucken und dann musst du ihn angucken am besten. Ja, oder du guckst ihn gar nicht an oder du hast einen Kürbis auf dem Kopf, das hilft auch. Kürbis. Ja. Das ist eine Maske dann. Das sieht er das nicht, dass er dich anschaut. Ah, du kannst Kürbisse aufsetzen, das ist kein Scherz. Alles klar. Dann auch Schnee, mit Schneeball nach mir. Hehe. So. Wieder in die Arbeit. Genau, hier habe ich gegraben, hier habe ich Kohle gefunden. Ja, das war meine. Die gleiche Ader. Ich setze hier noch eine Fackel hin. Ich muss wohl eine Fackel bauen, so. So. Also Kohle ist schon mal gut, dass wir gefunden haben. Kohle ist wichtig. Auf jeden Fall. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon wieder auf? Ich sehe gerade meine Zeit nicht. Eine halbe Stunde schon. Eine halbe Stunde. Wie lange hattest du denn geplant? Also maximal eine Dreiviertelstunde wollte ich machen. Maximal eine Dreiviertelstunde. Ansonsten die Folge zu lang wird. Also, ne? Würde ich mal sagen, wir machen hier eine Abmachung, oder? Jetzt schon? Wir können ja noch eine Folge aufnehmen. Ja. Alles klar. Ja, machen wir. Dann treffen wir uns. Ah, ich häng fest. Bin schon da. Gut, das war die erste Folge. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und natürlich, meine Zuschauer, geht zum Nordmann rüber. Nordmanns Zuschauer, kommt zu mir rüber.
Cross-Promo! Hashtag! Cross-Promo, ja. Bitches!